wie das Wölfchen von den Haustieren in ihrer Hütte begrüßt wird. Einst gingen der Bock, der Hammel, der Gänserich, der Hahn und die Katze miteinander spazieren, doch im Walde brach die Nacht über sie herein. Da beschlossen sie, gemeinsam ein Häuschen zu bauen. Der Bock erbot sich, mit seinen Hörnern die Stämme zu fällen, der Hammel mit seiner Stirn die Äste zu kappen, die Katze mit ihren Krallen Moos zusammenzuscharren, um die Fugen der Balken zu verstopfen. Der Hahn übernahm es, am Flussufer Schilf für das Dach zu brechen, und der Gänserich wollte mit seinen breiten Flügeln den Dachdecker machen. So wurde das Häuschen 1, 2, 3 fertig. Nach dem Abendessen ging alle schlafen. Der Hammel vor dem Ofen, die Katze auf dem Ofen, der Gänserich mitten auf dem Boden, der Bock am Ende des Tisches und der Hahn unter dem Dach. Die Wandergenossen in ihren Häuschen schnarchten bald. Um Mitternacht zog die Wölfin mit ihren beiden Jungen aus, um sie ihr Gewerbe zu lehren, und kam zufällig zu dem neu erbauten Häuschen. »Merkwürdig«, rief sie, »als wir heute Morgen hier vorüberkamen, war davon noch nichts zu sehen. Fast so wie aus der Erde gezaubert.« »Mütterchen, wollen wir hineingehen und sehen, wer das Häuschen bewohnt?« baten die jungen Wölfe. »Nein, nein, Kinder, überall, nur nicht hier, wenn wir nicht in Gefahr geraten wollen.« Während die Wölfin so sprach, eilte sie dem Ufer entlang bis zu einem Hügel, wo sie sich auf das linke Ohr legte und einschlief. Aber eines der Wölfchen schlich sich unterdessen zum Häuschen zurück und ging hinein. Der Bock, als ein freundlicher Mann, begrüßte den Eintretenden sogleich herzlich mit seinen Hörnern, dass alle Scheiben klirrten. Die übrigen Gefährten erwachten auch und beeilten sich alle, ihn zu empfangen. Der Hammel streichelte ihn mit seiner Stirn die Seiten, der Gänserich klopfte ihm den Pelz aus. Die Katze prustete nur so vor Freude und liebkoste ihn mit ihren Krallen das Gesicht. Und der Hahn, der bei Nacht nicht sehen konnte, rief, »Wo? Wo? Gebt mir auch etwas!« Am Morgen fragte die Wölfin ihr Kleines, weshalb denn seine Haare so zerzaust seien und wo die blauen Flecke herkämen. »Ja, Mutter, während du schliefst, wollte ich mal sehen, was in dem Häuschen Gutes zu finden wäre. Aber als ich die Tür öffnete, drückte mich einer gleich mit einer eisernen Mistgabel an die Wand, ein anderer stieß mir mit einem Hebebaum in die Rippen, ein dritter kniff mich in den Rücken und schlug mir 2 Riemen auf mich los. Ein vierter spuckte mir in die Augen und gab mir Ohrfeigen. Ein fünfter rief, »Wo ist er? Wo ist er? Gebt mir auch etwas!« Ein Glück, dass ich dem fünften auch noch entwischt bin. »Das geschieht dir recht, mein Kleines. Weshalb bist du dorthin gegangen? Sagte ich dir nicht, du sollst nicht gehen?«